Hallo, herzlich willkommen zu Hause. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar, bevor ich ausziehe, wollte ich euch sehr gerne zeigen, wie ich gewohnt habe. Meistens habt ihr das schon in Vlogs gesehen und sowas, aber so eine richtige Roomtour gab es noch nicht. Deswegen steht Jared hinter der Kamera. Und ja, wir führen euch ein kleines bisschen durch die Wohnung. Also, man kommt praktisch hier rein. Ich ziehe immer sehr gerne die Vorhänge zu, weil das eine komplette Glastür ist. Es ist zwar ein Hinterhof in Köln, aber es kann ja trotzdem sein, dass da irgendjemand vorbeikommt oder so und man will irgendwie nicht gesehen werden. Deswegen ziehe ich sehr gerne meistens am Abend erst die Vorhänge zu. Und wenn man dann hier drin ist, dann befindet sich auf der rechten Seite direkt das Gästeklo. Ganz viele haben Angst vor dieser Glasboden, obwohl der wirklich sehr stabil ist. Also man kann da drauf laufen, rennen. Meine Mama kriegt immer einen halben Herzinfarkt, wenn ich hier so anfange zu springen. Sie so, hör auf damit, und ich so, nö, Pech gehabt. Was schon in der Wohnung integriert war, war diese Garderobe. Die, praktisch diese Stange war einfach schon dran. Wundert euch nicht, ich habe immer noch meine Wintermäntel hier. Man weiß ja nie, in Deutschland. Dann habe ich hier drunter einfach ein Regal aufgestellt. Pakete, die hier stehen, stehen eigentlich das die ganze Woche über immer hier, bis ich sie aufgemacht habe, wieder zurückgeschickt habe oder sie eingeräumt habe. Deswegen, das habe ich noch nicht geöffnet. Und das sind Dinge, die Zuschauer von mir bekommen. Das sind 3 Beauty-Pakete, die sie gewonnen haben. Deswegen steht das Ganze hier. Ignorieren wir das. Hier kommt das Klo. Ihr findet eigentlich überall in allen Räumen solche Schalter. Das sind Schalter für die Fußbodenheizung. Dann so unter 3 ist praktisch die 0. Dann kann man einfach hochdrehen, dann geht die Fußbodenheizung überall an. Und hier auf der rechten befindet sich die Toilette. Am allercoolsten finde ich diesen eingebauten Spiegel, weil man hat irgendwie keinen Rahmen. Es ist, als wäre es ein Teil der Wand und deswegen ist er super schlicht. Das werde ich im neuen Haus auch machen lassen. Und dann ist hier auch noch praktischerweise eine Dusche mit drin. Die, ja, auch ganz normal funktioniert, die ist super ebenerdig, falls mal ich alt werden sollte hier. Aber ja, diese Dinger hier habe ich von Ikea gekauft, zeige ich euch auch unten. Die haben irgendwie 10 Euro oder sowas gekostet und wenn man die in die Dusche stellt, rosten die nicht. Zeige ich euch aber unten. Ein bisschen Deko, ein paar Handtücher zum Auswechseln und ein Föhn. Obwohl hier keine Steckdose ist, aber einfach was Spaß. Dann geht man hier vorne hin. Das hier alles, meine ganze Deko, erzähle ich euch eigentlich in meinen vielen Videos, aber ich gehe das mal kurz durch. Das hier und das hier sind voll Kolmore. Die habe ich aus Holland gekauft. Dafür braucht man leider einen Gewerbeschein, aber in Holland findet ihr eigentlich solche Möbel. Ja, da habe ich einfach so ein kleines bisschen Deko hingestellt. Ich habe dieses süße Chanel-Buch mal geschenkt bekommen. Diese Coffee-Books werde ich in meinem neuen Haus überall hinlegen, glaube ich. Die sind sehr, sehr schön. Davon zeige ich euch gleich noch ein paar andere. Dieses Ding hier vom Fleur de Paris habe ich zugeschickt bekommen vor 3 Jahren oder so. Und die Rosen halten immer noch. Falls ihr euch wundert, ob das nur ein Influencer-Ding ist oder so. Nein, die halten wirklich. Bilder sind meistens von Desenio. Hier ist eine Kerze von Tara Home. Und ja, eine von Juwelkerze. Bin ich nicht so der größte Fan von. Hier ist Private. Hier ist so ein Geheimnis. Und das hier, voll süß, habe ich mal bei Nanunana gekauft. Das kann man nämlich aufmachen und dann kann man da Zeug reinlegen, weil ich finde das nicht so schön, wenn das hier oben liegt. Kerzenständer sind auch von Zara und dann geht es auch schon rüber. Das hier ist eine super lange Wand. Die ist, glaube ich, an die 8 Meter lang. Die Couch alleine ist schon 4,11 Meter lang. Also ich will die Couch auch übrigens verkaufen. Da werdet ihr aber noch mehr erfahren, falls ihr mir nicht auf Instagram folgt. Meiner und Jareds Accounts sind in der Infobox verlinkt. Die ganzen Kissen habe ich durcheinander überall bei Segmüller, H&M, Zara und so weiter gekauft. Je nachdem, wie ich drauf bin, sind die entweder rot, senfgelb, wie auch immer, weil das Wohnzimmer sehr klassisch eingerichtet ist und nicht so mit so sehr auffälligen Farben. Kann man natürlich dann mit den Kissen spielen, um das Ganze so ein bisschen farbenfroher zu machen. Dann die ganzen Fotos, die habe ich bei Fotostock gekauft, außer eins, weil das ein privates Bild ist, aber keiner checkt welches. Die ganzen Bilderrahmen sind auch von Kolmore. Guck mal, Jared guckt, der überlegt gerade, welches ist das wohl? Nein, das ist tatsächlich das hier. Ich wusste das. Das ist das hier, das ist am Strand bei einem Tauchgang und das bin ich. Und dann fängt Köln, Paris, Los Angeles, Istanbul, die Stadt, die ich nicht sagen werde, und Rom an. Und das ist so die Geschichte von ja, meinem Verlobten und mir, weil ich kann hier keine privaten Bilder groß hinhängen, aber ich kann irgendwie eine Geschichte draus machen, falls
euch interessiert, warum da überhaupt die ganzen Städte hängen. Jo, der Couchtisch ist auch ein sehr beliebtes Teil hier. Er passt perfekt praktisch in diese Lücke rein. Die Couch ist komplett ausziehbar, die kann man zu einer Schlafcouch machen und hier haben auch schon 5 Personen drauf geschlafen. Das heißt, hier ist genug Platz. Ich liege immer am meisten hier und gucke dann auf die Glotze, wenn ich dann eine Zeit habe, Fernsehen zu schauen. Aber ansonsten, dieser Couchtisch ist auch von Kolmore und ja, eventuell verkaufe ich den mit. Ich bin noch am Überlegen, ob er zum neuen Haus passt oder nicht. Aber ich würde mich nur schweren Herzens davon trennen. Ja, so ein kleines bisschen Deko auf dem Tisch, aber es ist nie viel, weil sonst kann man nicht so richtig Fernsehen gucken. Decken überall, egal ob Sommer oder Winter. Und dann können wir uns einmal umdrehen. Die gegenüberliegende Seite. Ich zeige euch gleich den Aufzug, der hier mit in der Wohnung drin ist. Und ich sage euch auch gleich, warum mein Aufzug mit drin ist. Ich habe hier einfach eine Kommode von Ikea gekauft. Die beiden Schmuckstücke sind auch von Holland, Holland von Kolmore. Genauso wie die Vasen obendrauf. Hier oben habe ich Kunstblumen drin, weil ich hatte ein Faible für Seidenblumen, also für falsche Blumen. Aber bin dann irgendwann zu Kunstblumen übergegangen. Ich habe die vor 2 Jahren gekauft und reingesetzt. Und die sehen immer noch so aus. Also falls ihr irgendwie nicht wisst, was ihr machen wollt, sowas. Das ist jetzt Schleierkraut. Könnt gerne auf meinem Home-Account auch vorbeigucken. Da habe ich das genau detailliert alles fotografiert und erklärt. Aber sowas einfach nicht in Wasser stellen, einfach in eine Vase stellen und dann trocknet das von alleine aus. Genauso wie der Eukalyptus jetzt auf dem Tisch steht und sowas. Ne? Dahinter hängt noch eine Lichterkette. Ich weiß nicht, ob ihr die erkennen könnt, aber die ist vom Winter eigentlich. Also, war ich zu faul, die abzumachen. Wenn ihr euch dann umdreht, dann seht ihr auf eurer rechten Seite meine Vitrine, die auch sehr beliebt ist, die auch aus Holland und auch von Kolmore ist. Ihr regt euch bestimmt richtig auf. Wollt ihr unbedingt diese Vitrine haben? Achtung, sie ist nicht auseinanderbaubar. Ja? Also wenn ihr die kauft, das einzige Stück unten, das ist, ja, das kommt einzeln oder das kann man einzeln hier reintragen. Und das obere Stück ist alles ein Teil. Das heißt, ein 7,5 Tonner, musst du das aus Holland herholen und das musst du praktisch durch diese Tür durchkommen. Also, jetzt sieht man es, genau hier durch musste das durchgetragen werden. Die ganze Vitrine war auch komplett verbogen und musste dann wieder so zurückgebogen werden mit 4 Männern und so. Ich habe hier eigentlich nur Deko drin, dieser Pokal gehört mein Verlobten, ich habe damit nichts zu tun, aber der Rest ist eigentlich ja so. Hier unten ist zum Beispiel noch ein Coffee Table Book, das ist Moments of Joy, das habe ich mal von denen bekommen und seitdem liegt das eigentlich hier unten und ich schlage immer wieder mal eine neue Seite auf. Das alles hier ist von TK Maxx, Zara Home, H&M Home. Die Steine habe ich von meinem Schwiegervater bekommen. Sind richtig schön in der Sonne, wirklich sehr, sehr hübsch. Aber das hier glitzert und glänzt so richtig hübsch. Genau, so viel zur Vitrine. Hier ist auch noch eine Leiter, die man theoretisch auch benutzen kann, wenn man putzt oder wenn man irgendwas da unten runterholt. Was kann ich euch noch sagen? Hier, das ist was Persönliches. Hier waren unsere, beim Handanhalten waren unsere Ringe hier drin. Die lagen eigentlich hier oben drin. War auch sehr, sehr hübsch. Auf so einem Tablett sah das schon sehr, sehr süß aus. Aber ich habe eh nichts davon mitbekommen, weil wir waren so. Mein Papa hat nur zu ihm gesagt, okay, ist doch alles okay, beruhig dich. Der war so aufgeregt. Dann ist hier so ein kleiner Wagen. Hier kann man, hier habe ich mal irgendein Event oder so bekommen. Und die steht seitdem hier drin. Das habe ich auch mal von einer Freundin bekommen. Die steht auch seitdem hier drin. Sonst ist es eigentlich immer sehr leer und plain. Genau, dann kommen wir zum Essbereich. Das hier ist ein Tisch von Ries Ambiente. Ich habe diesen Tisch bei einem Möbelhaus gesehen und der Tisch hat da in der kleineren Variante 4.000 Euro gekostet. Und ich so, nee. Dann habe ich bei online habe ich den für 1.000, glaube ich, gefunden. Also ich habe einen Schnapper gemacht und der ist auch noch größer. Da habe ich mich darüber sehr gefreut, was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, wenn ihr diesen Tisch habt. Klebt eine Folie drauf, Leute. Es ist nicht mehr so hässlich wie früher. Es sieht auch nicht mehr schäbig aus. Man sieht die Folien nicht mal mehr. Aber dieser Tisch ist wirklich so zerkratzt. Weil da einfach keine Folie drauf ist und das ist halt schade. Die ganzen Stühle sind unheimlich bequem. Diese Stühle sind so beliebt, wenn ich hier Freunde habe oder Gäste habe. Dadurch, dass das Freischwinger sind und sehr gut gepolsterte Stühle sind, bleibt man gerne hier lange sitzen, oder Jared? Oh ja. Oh ja. Genau, und dann kann man sich so zurücklehnen, man kann sich richtig schön drauf chillen. Das ist auf jeden Fall sehr entspannt, das war mir sehr, sehr wichtig und die habe ich bei Segula gekauft. Genauso wie die Stühle am Anfang und am Ende des Tisches. Die sind ein bisschen
größer und auffälliger und so ein bisschen mehr Babbo. Und ja, das sind so, die sind auch sehr bequem. Dadurch, ich weiß nicht warum, ich glaube, das ist diese Freischwing-Dings. Das ist halt einfach dieses, das hat halt mehr den Trampolin-Effekt. Ja, hier sitzen wir sehr, sehr gerne, haben wir sehr, sehr gerne Besuch und ich hatte selten Abende, an denen ich hier irgendwie alleine saß oder so. Deswegen, ja, ich habe hier sehr, sehr gerne gelebt, Leute. Die Deko ist eigentlich von überall. Die Kerzenständer sind auch von Seegmüller und so. Das ist eigentlich so ein Ding, das mache ich sehr gerne, wenn ich in Möbelhäuser gehe. Ich gucke einfach durch oder in zu Zara Home oder H&M, wie auch immer, was so passt. Dieser Baum hier hinten, dieser vertrocknete, den habe ich tatsächlich nicht für diese Wohnung ausgesucht. Den habe ich für das neue Haus ausgesucht, weil das alles diese cleane Struktur mit dem Boden geben wird. Es wird so ein bisschen mehr lässig, so ein bisschen weniger Chrom vielleicht, so ein bisschen mehr gemütlich und so, aber trotzdem sehr modern. Mal gucken, wie ich das hinkriegen will. Aber ja, das habe ich dann dort bei... Habe ich von einem Möbelhaus geschenkt bekommen zum Geburtstag. Einen getrockneten Ast zum Geburtstag für Tara, super. Sie will nicht mehr. Genau. Sollen wir auf die Terrasse? Ja. Ja, ich habe sogar eine Terrasse in Köln. Das ist auch eine Rarität eigentlich. Es ist gerade super heiß. Wir gehen hier einmal nur ganz schnell durch, weil es ist super viel Licht. Es ist auch sehr überbelichtet. Ich weiß nicht, ob man viel sieht. Die Möbel habe ich bei Möbelbanks gekauft. Und auch die Schaukel, die habe ich auch von da. Da frage ich auch super viele immer, woher hast du die? Die ist von da. Einfach eingeben, Hängeschaukel oder sowas, dann findet ihr solche Dinge. Und da lag ich schon viele Abende und habe Musik gehört oder mit Freunden hier gechillt. Die Terrasse war auch immer voller Menschen. Die ist auch sehr lang. Die Hälfte von der Terrasse ist immer im Schatten. Die andere teilweise in der Sonne bis ungefähr 3 Uhr ist hier Sonne. Dann ist hier hinten ein Grill und eine Einlassung in der Wand, falls man irgendwie Sachen da reinstellen will, Deko oder so. Ich hatte mal sehr, sehr viele Pflanzen. Die sind alle hinüber, weil ich habe keinen grünen Daumen. Dieser Daumen ist nur dafür da, Pflanzen zu töten, deswegen kaufe ich keine. Und hier kann man praktisch ins Badezimmer nach unten reinschauen. Zeige ich euch aber, wenn wir unten sind. Ja, hier draußen ist Strom, Licht. Und abends, wenn es abkühlt überall, hat sich die Hitze hier drin gestaut. Und dann kann man hier draußen noch richtig schön sitzen, weil es noch warm bleibt hier. Ja, mag ich auch sehr, sehr gerne. Diese Terrasse, habe ich sehr viel Zeit hier verbracht. Dann können wir in die Küche gehen. Genau, das ist so der letzte Raum auf dieser Etage. Die Küche befindet sich ganz am Ende des Raumes. Ich habe tatsächlich nicht hier super duper aufgeräumt oder so, ne? Ich habe einfach, so wie ich lebe, es gelassen. Das ist die wundervolle kleine Küche und hier ist ein privates Bild. Genau, also ich habe hier leider nicht so viel Platz. Küche hat mir immer gereicht so. Es ist halt nur nicht so viel Staumöglichkeit. Dann sind hier zwei Kühlschränke. Zwei kleine Kühlschränke, aber egal. Immerhin zwei Kühlschränke. Hier ist mein Thermomix. Ich habe am Anfang gesagt, so ein Gerät müsste eigentlich strippen können für 1.300 € oder so, weil der ist schon sein Geld wert. Der kann schon echt viel. Der hat mir schon wirklich geholfen. Mag ich, also kann ich empfehlen. Und ansonsten, ja, Waschmaschine, ach Quatsch, Geschirrspüler und Waschmaschinen. Hier sind Teller und Gläser und das war auch ganz praktisch. Ich habe immer so Angst gehabt, dass die Schränke hier runterfallen. Habe ich generell bei Hängeschränken immer Angst, aber passiert nichts. Ja, das gibt es ja auch was zu sagen. Achso, ja, die Fliege, die hier ist, die hat auch Miete bezahlt, die darf auch hier rein. Nun, let's go nach unten, Leute. Da bin ich eigentlich den ganzen. Hier war Jared auch dabei, als ich das aufgehängt habe, weißt du noch? Ich habe hier ein Brett hingelegt und bin dann auf dieses Brett, Jared hat das festgehalten und Maya war auch noch mit dabei und dann habe ich diese Bilder alle ohne Maßband und so aufgehängt. Deswegen kann es sein, dass sie so ein bisschen schief und schräg sind. Aber alles in allem müssten sie eigentlich gerade hängen. Ja, oder? Perfekt. Dann kann ich euch noch was richtig Cooles zeigen. Ich muss kurz mein Handy holen. Moment. Hier ist eine Anlage, weil überall in den Decken Lautsprecher sind. Also zum Beispiel ist hier oben ein Lautsprecher. Da oben. Und sonst auch im Badezimmer, in der Küche, hier im Wohnzimmer sind schon 4. Überall sind Lautsprecher integriert. Und wenn ihr dann euer Handy anschließt,
Dann geht's richtig ab. Ich kann leider nicht so viel Musik laufen wie in GEMA, aber hier kann man auch überall dann an- und ausmachen, welche Räume man jetzt nicht braucht. Ne? Also muss man nicht überall anlassen, aber es war ganz cool. Wenn ich Freunde da hatte, habe ich Musik laufen lassen, dann war überall Musik, egal wo man hingegangen ist. Genau, dann sind hier 4 Lichtschalter. Das habe ich euch überhaupt die Wohnung im Hellen gezeigt? Nee, ne? Let's do it. Hier sind überall Spots integriert. Ich kaufe die Spots eigentlich oder diese kleinen Glühbirnen im DM und dann ersetze ich die. Manchmal geht halt eine kaputt. Unten ist ganz oft der Fall, da habe ich nicht so viel dann ersetzt. Aber hier oben habe ich eigentlich immer versucht, die Lichter wieder nachzusetzen. So, ne? Und dann kann man eigentlich direkt hier runter gehen. Und die Treppen sind Gott sei Dank beleuchtet. Das Geländer ist unnötig. Und der Aufzug ist da, weil man hier kein Möbel runterkriegt. Das ist so schmal, dass wenn man zum Beispiel ein Bett hier runtertragen möchte oder Schränke oder so, ist es sehr, sehr schwer, weil das halt sehr eng ist. Gerade in der Ecke wird es ein bisschen tricky. Deswegen ist hier ein Aufzug drin. Aber wir können erstmal nach unten gehen. Kann man auch Sport machen, wenn man will. Herzlich willkommen, ihr liebe Leute. Fangen wir mit meinem Studio an. Das hier ist mein kleines, süßes Studio. Das wird zwar als halbes Zimmer gesehen, aber es waren wirklich 2 kleine Betten hier drin. Also 2 einzelne Betten waren hier drin. Man kann das praktisch auch zu einem Kinderzimmer vorübergehend machen. Alles kein Problem. Hier auf der rechten Seite sind überall Kommoden mit allem, was ihr euch eigentlich so vorstellen könnt. An Skincare, Make-up, Masken, egal was. Hier hinten sind überall. Hier hinten sind überall meine Pinsel, dann irgendwelche Geschenke und Sachen, die ich vielleicht noch nicht ausgeräumt oder ausprobiert habe. Hier sind Bilder von meiner Schwester und mir. Guck mal bitte, wie klein sie war. Und so süß war die. Das ist Lana und das bin ich. Und das hier bin auch ich. Sieht man, oder? Ja, dann Kameras und hier zum Beispiel ist mein 100.000 Abonnenten Playbutton damals bekommen. Habe ich mich sehr gefreut. Hier sind Kassenzettel vom DM mit meinen eigenen Produkten drin. Tamtam Banana Loose Setting Powder. Einfach auf einem Kassenzettel. Schon richtig krass. Und hier auf dem ersten stehen sogar Lana, Lara und Tara drauf, weil das diese Eyeshadows waren. Genau, dann sind hier auch noch Pinselsets aus meiner ersten Kollektion. Egal wer mich fragt, niemand kriegt diese Pinselsets, Leute. Ist mir wirklich egal. Ich gebe die niemandem. Ich muss sie noch in 100 Jahren haben. Ja, dann ist hier, ich weiß nicht, ob Jared, das kriegt man das gezeigt? Ja, oder? Wenn man hier unten auf den Knopf drückt, dann tada, gehen die ganzen Lichter an und ich muss mich eigentlich nur vor die Kamera setzen und anmachen und dann drehen. Hier kann man auch dann gucken, wie das Ganze aussieht. Wie sieht man irgendwas? Nee, du hast deinen Deckel vorne drauf. Oh, das hier. Jetzt? Ja. Tada! Da kann ich mich dann selbst angucken und dann gucken, ob alles fokussiert ist und so. Also es ist nicht, weil ich mich so geil finde, sondern damit ich gucken kann, ob ihr das richtig schön seht, das Bild. Und da, wo Jared jetzt steht, da ist praktisch mein Hintergrund, wo ich dann immer sitze. Also ich habe hier eine Nachttischkommode, eine alte. Und einfach so ein Regal. Und ja, hier setze ich mich dann hin. Ach so, ich habe noch eine Lampe. Die stelle ich hinter mich, damit der Hintergrund auch beleuchtet ist. Seht ihr? Das ist dann alles schön hell. Und dann setze ich mich hier hin. Und dann heißt es, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute seht ihr eine Roomtour. Ja. Right, dann machen wir das alles wieder aus. Dann ist man auch schon in meiner liebsten Umgebung hier, weil hier ist es so kühl, weil es halt Keller ist eigentlich. Es ist ein riesiger Raum. Am Anfang war es sehr, sehr schwer für mich zu wissen, wie richtet man sowas überhaupt ein. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, das sind 7-8 Meter lange Räume, aber was macht man daraus? Der Vormieter bzw. der Eigentümer der Wohnung, der hatte hier auch noch Schränke, um den ganzen Raum abzutrennen, theoretisch. Man könnte auch hier einen Schrank und hier, dann hat man wie so einen Durchgang. Aber ich wollte das eigentlich relativ offen, weil ich weiß, dass ich, glaube ich, nie wieder so riesige Räume haben werde. Und deswegen habe ich hier überall die Schränke aufgestellt. Eine ganze Taschensammlung verlinke ich euch in die Infobox. Da muss ich jetzt nicht alle einzelnen Handtaschen durchgehen.
aber die habe ich euch auch schon alle gezeigt. Und ich denke, ich werde mir im neuen Haus noch so einen Schrank holen mit Glas, damit ich die nicht alle so nebeneinander quetschen muss, sondern auch richtig schön aufstellen kann, vielleicht mit irgendwelchen Ständern oder so, damit die richtig schön stehen und nicht immer fallen. Genau, die sind es auf jeden Fall wert, die Cam-Babys. Dann sind hier auch noch Schränke. Hier ist ein wunderschöner großer Spiegel, der ist auch aus Holland, auch von Colmore. Der steht praktisch auf so wie so ein Bilderrahmen steht der eigentlich, kann man auch aufhängen. Die Vorhänge habe ich bei Segmüller gekauft, die sind zwar relativ teuer, die kosten, ich glaube, pro Ding 150 oder so, das ist nicht so günstig, aber die sind wunderschön. Und da seht ihr direkt diesen Aufzugsschacht. Hier hinten sind schon Umzugskartons und sowas alles drin. Hier sind auch meine eigenen Produkte drin noch, die ich online verkaufen möchte bald. Und deswegen stehen die eigentlich alle noch hier hinten. Aber das ist praktisch ein Aufzug, den man hier hoch und runter fahren kann. Ihr könnt euch auch hier draufstellen und hoch und runter fahren, wie ihr Bock habt. So, schon gut. Cool. Jo, das ist eigentlich ganz praktisch, um Jared hoch und runter zu fahren oder halt Möbel hoch und runter zu fahren. Und ja, diese Ecke habe ich immer so ein bisschen ausgenutzt, um so ein bisschen mehr Deko hinzustellen. Das ist die liebste Pflanze der Welt, die ist von Ikea. Und selbst wenn sie schon tot ist, einfach nochmal gießen, dann gehen die Blätter wieder hoch. Die ist so dankbar. Das ist so eine richtige Tara-Pflanze. Das ist ja okay, ich weiß, du hast keinen grünen Daumen. Dann hier, das ist auch getrocknet. Das hält, das muss ich nicht gießen. Das ist perfekt. Einfach, ja, Schleierkraut. Und dann diese wunderschöne Couch, die den Raum so ein kleines bisschen trennt. Hier stand am Anfang gar nichts. Und dann hatte ich eine Kooperation mit Segmüller und durfte mir was aussuchen. Und ich habe mich dann für diese Couch hier entschieden. Also sitzen tun hier meistens meine Freunde, wenn ich mich noch fertig mache. Oder wenn ich mit meinen Freundinnen irgendwie Gespräche führe oder so. Und dann gehen wir meistens irgendwie hier runter. Ich weiß nicht, wie so eine Therapie. Therapiesessel, ja, war voll. Und ich falte auch immer meine Wäsche hier, dafür ist es super praktisch. Teppich, danach fragen auch immer super viele. Der ist von Zara Home, genau. Der ist so ein bisschen golden gemacht. Und ja, dann liegt hier so mitten im Raum, ne? Dann kann man praktisch, ich habe hier auch noch so Gardinen, wenn man den Raum doch ein bisschen abtrennen will, aber kann man machen, wie man will, weil hier ist schon eine Gardinenstange mit drin. Dann ist hier direkt das Bett. Mein Bett ist von Ikea. Da sind auch zwei Chopper drauf und sehr bequem. Ist es, als würdet ihr in dem Himmel liegen. Das hier ist auch aus Holland gekauft. Das ist eigentlich so Bettkasten, Vorbettkasten oder sowas. Kann man auch googeln, findet man auch eigentlich eine Menge. Das ist halt keine Truhe, ne? Das ist alles ein Teil. Einfach zum die ganzen Deko-Sachen, die ich auf dem Bett habe, drauflegen, wenn ich abends ins Bett gehe. Ja. Ein sehr gemütliches, sehr schönes Bett. Die Nachttische sind auch von Colmore. Ich habe hier damals von meinem Verlobten diesen wunderschönen Pokal bekommen. Hier steht drauf 5 Jahre TomTom Beauty. Wunderschön. Und der steht hier auf meinem Nachttisch. Genau, dann ist hier noch meine ID Love Sweden, Handy Charger, Dingsbums, ein Lippenbalm von Kiehl's und ein Nasenspray für Allergiker, weil ich sehr oft nachts aufwache mit einer verstopften Nase, dann kann ich nicht mehr atmen und oh, Alter. Dann, ich wollte immer diese Kabel verstecken, weil die sehr hässlich sind. Es gibt so Kabelkanäle, in die man das Ganze packen kann beim Baumarkt. Das wollte ich immer mal machen, aber das muss man halt alles an die Wand hämmern. Und da wollte ich das dann lieber doch nicht machen. Hier die zwei Spiegel rechts und links, die sind schon dabei, also die waren schon in der Wohnung drin. Und die hat der Eigentümer einfach hier gelassen. Die lasse ich natürlich dann auch später hier. Dieser Fake-Kamin ist von Depot. Und der wird im Gästezimmer im neuen Haus, glaube ich, Platz finden. Ich glaube, das ist ganz cool da. Und ja, ansonsten, hier steht eigentlich auch noch ein privates Bild. Habe ich vorhin weggenommen. Aber ansonsten ist es hier so ein kleines bisschen Chaos. Ich war nie wirklich zufrieden mit der Ecke. Aber habe mir auch nie Zeit genommen, um die wirklich so richtig zu machen. Shit happens. Dann auf der Seite ist auch so ein bisschen Deko, Meko und hier ist eigentlich, also wenn man hier durchguckt, sieht man die Badewanne, was super schön ist, wenn man morgens aufwacht. Das Licht fällt hier sehr, sehr schön rein. Also es ist, obwohl es hier relativ dunkel ist, wenn man die Lichter aus hat, fällt hier sehr, sehr schönes Tageslicht rein. Man kann das Ganze natürlich auch einmal aufmachen und direkt in die Badewanne springen, wenn man möchte. Dann befinden wir uns auch schon im schönsten schönsten Badezimmer, wollte ich sagen, der Welt, glaube ich. Das ist ein Traum von Badezimmer. Also mein nächstes Badezimmer ist nicht mal
Loch ist so ungefähr so halb so groß wie das hier und das fühlt sich eng an, weil ich bin echt dieses Badezimmer gewöhnt. Hier ist ein Klo, super hübsch. Hier ist eine wunderschöne Dusche, in der man sehr viel Platz hat, wenn man die Haare hier wäscht und abgeht, wenn man will. Und das hier, das habe ich extra nass gelassen. Also ich habe das extra nicht sauber gemacht. Hier ist Wasser drin. Und hier, natürlich, wenn man duscht, ne, dann fällt hier Wasser rein. Und das Ding ist, dass das nicht rostet. Also das, wie gesagt, Ikea 10 Euro oder sowas hat das gekostet. Weil ich hatte hier keine Abstellmöglichkeiten für meine Shampoos und so weiter. Dann habe ich einfach das gekauft. War eine gute Entscheidung. Dann ist hier ein His & Hers Waschbecken. Also auch, glaube ich, von Ikea. Das habe ich mir auch für das neue Haus woanders dann bestellt. Ist super praktisch mit den ganzen Schubladen. Ich habe am Anfang gedacht, die werden niemals ausreichen. Deswegen wollte ich auf die andere Seite eine Kommode stellen. Habe ich aber nie gemacht, weil das Badezimmer so groß ist, wie es auch aussieht. Ne? Das Ding, da fragen mich auch super viele, ist auch aus Holland. Also Kolmore, Holland, there you go. Aber es ist halt, also man kriegt sowas bestimmt auch online. Hier eine Säule. Also das sind zwei Teile, das ist eine Säule hier unten und oben drauf ist die Vase und hier sind so Fake-Kirschblüten. Ich glaube, im neuen Haus werde ich Pampasgras reinstellen, weil die Badezimmer so ein bisschen beige-braun sind und das passt dann so ein bisschen. Und ja, hier ist eine noch nie benutzte Badewanne. Ich bin kein Badewannenmensch. Ich finde es ein bisschen, abgesehen davon, dass ich mich nicht so lange in heißes Wasser legen kann, finde ich das auch moralisch ein bisschen verwerflich, wenn man sich in Trinkwasser legt. Ich kriege so schlechtes Gewissen dabei, auch wenn jemand die Zähne putzt und Wasser laufen lässt oder so. Ich kriege richtige Aggression dabei. Don't do that. Es gibt Menschen, die haben kein Wasser und tatsächlich gibt es auch in Deutschland Wasserarmut und in ein paar Jahren sieht das Ganze nicht mehr so leicht aus, glaube ich, dass man einfach Wasserhahn aufmacht und da kommt einfach fließendes, sauberes Wasser raus. Und deswegen habe ich mich noch nie in diese Badewanne gelegt, aber ich werde das einmal tun, bevor ich ausziehe. Einmal werde ich mich hier abends reinlegen, weil wenn man nämlich hier hochguckt, dann kann man den Sternenhimmel sehen. Tatsächlich im Dunkeln, wenn man hier liegt, den Sternenhimmel sehen. Es ist schon wunderschön. Ich habe euch noch gar nicht gezeigt, also hier sind überall Lichter an der Wand, könnt ihr natürlich auch anmachen. Und wenn abends hier dunkel ist, das ist schon ein sehr, sehr schöner Ort hier. Habe ich einfach einen Garderobenständer genommen für die Bademäntel und ja, ist wirklich einer meiner liebsten Plätze hier auch. Man kann vor allem vom Wohnzimmer und von der Küche auf diese freistehende Badewanne draufschauen. Das können wir euch gleich mal einblenden oder nochmal zeigen. Das ist wirklich, wirklich hübsch. Hier steht auch noch ein Google Home System. Also wenn du sagst, okay Google, spiel Musik. Okay, Musik auf Spotify. Bitte sehr. Ich hasse dich. Läuft bestimmt um. Ein Fehler ist aufgetreten. Versuche es noch einmal, wenn du bereit bist. Jetzt kommen wir in den Messi-Raum des Jahrhunderts. Ich habe nie da aufgeräumt. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe da immer sauber gemacht und jetzt vom Umzug ist es ein bisschen chaotisch. Nein, ich habe da nie sauber gemacht. Es ist ein sehr großer Abstell-Wäschekeller. Also er war mal ordentlicher als jetzt, aber es ist nicht so ein Riesenunterschied. Und zwar ist es, es sieht sehr klein am Anfang aus. Und das ist wirklich groß, weil man hat hier richtig viel Platz. Hier auf der einen Seite gibt es, das sind zum Beispiel alles Klamotten, die ich auf dem Flohmarkt verkaufen wollte, aber der Flohmarkt hat wegen Corona nie stattgefunden. Und hier sind auch meine ganzen Unterlagen, hier ist Bügeleisen und so ein Zeug alles drin. Dann geht das hier weiter. Tada! Hier ist ein riesiger, hier ist so eine kleine Gefriertruhe, hier sind ja, so Schuhschränke praktisch mit meinen ganzen Schuhen und Bettwäsche, Waschmaschine, Trockner, Jacken, die ich immer wieder wechsel, auswechsel, Winter- und Sommerjacken und sowas, was ich auch dieses Jahr irgendwie ein bisschen verpasst habe. Aber cool. Ja, genau. Hier kann man einfach, finde ich super. Ich liebe diesen Raum, auch wenn er wirklich, also das hier alles stand hier auch nicht. Ne? Das musste ich alles auch noch wegräumen. Beziehungsweise das sind so Sachen, die ich aussortieren wollte, nachdem ich das Weihnachtszeug weggeräumt habe. Aber es ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Ne? Aber naja, solche Räume gibt es, glaube ich, in jedem Haushalt. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Wir sind jetzt nochmal hochgegangen, um euch nochmal die Badewanne von oben zu zeigen, weil sie wirklich wunderschön ist. Und Jared ist gegen den Stuhl gelaufen. Was war hier? Hier. Wie schön ist bitte dieser Ausblick. Wie hübsch ist das?
Wunderschön. Da kann man natürlich auch von der Küche reingucken. Und das ist das Erste, was ich immer den Gästen gezeigt habe, wenn die ganz neu hier waren oder wenn das erste Mal hier waren. Guck mal, man kann die Beine wieder rein. Arschklatsche. Ja, das war's, Leute. Das war die Wohnung. Vielen Dank, Jared, fürs Filmen. Gerne. Das super gemacht. Jetzt schmeiße ich euch raus. Bedanke mich fürs Zusehen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, weil ich freue mich sehr, das neue Haus mit euch einzurichten. Das wird richtig, richtig cool. Ich habe noch nicht viel. Deswegen hat es noch nicht richtig begonnen, aber es wird richtig losgehen, Leute. Deshalb abonnieren nicht vergessen. Däumchen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi.